den weißen Linien steht ein Held. Schrecken für Freund und Feind, wenn er nach dem nächsten Tag geschreit. Bei jedem Kontakt mit dem Ball, den er macht, wird Dunkelheit übers Spielfeld gebracht. Egal, wer den Ball in Besitz bringt, Ronnie Mac, Wire springt und der Gegner sieht. Vorsicht, hier kommt Ronnie Mac Wire. An deine Eier, Hänseln und Gretchen heißt das Programm. Der nächste Elfmeter dauert nicht lang. Vorsicht, hier kommt Ronnie McBeyer. Göttlich angeflogen wie ein Geier. Jetzt ist keine Zeit für Defensive. Es ist Zeit für intensive Liebe. Lande, im grünen Feld, auf den weißen Linien steht ein Held. Schrecken für Freund und Feind, wenn er nach dem nächsten Tag geschreit. Bei jedem Kontakt mit dem Ball, den er macht, wird Dunkelheit übers Spielfeld gebracht. Egal, wer den Ball in Besitz bringt, Ronnie Mac, Wire springt und der Mein Name ist Siegbert Geilmann und ich bin der Inhaber der GCW. Das bedeutet, ich bin der Besitzer von jedem einzelnen Wrestler, welcher hier einen Vertrag hat. Bei der letzten Show der ersten Liga wurde Jester Welker attackiert und jemand anderes hat sein Match gewonnen. Deswegen bekommt Jester Welker auch diesen Sieg zugeschrieben. Und dazu verärgert es mein Gemüt, dass manche Wrestler sich über meine Entscheidungen stellen, meine Entscheidungen kritisieren und das Wohlbefinden im Backstage-Bereich stören. Ich verkünde also, Mr. John Pro kämpft heute gegen die Ministry of Darkness in einem Elimination Tag Team Match. Nur habe ich leider keinen Tag Team Partner für den feinen Herrn und bei diesem unreifen Benehmen wird auch keiner an seiner Seite kämpfen wollen, nehme ich an. Das gleiche gilt auch für Dungey Huck, welcher Backstage John Pro angegriffen hat. Auch dieses Benehmen duldet mein Gemüt nicht, Mr. Dungey Huck. Deswegen wird Mr. Dungey Huck heute ein Elimination Tag Team Match gegen die Army of Sin bestreiten. Auch hier sind mir die Hände gebunden für einen möglichen Tag Team Partner. Yeah.
Der Super-Duper-GM der GCW hat gesprochen. Verschenkt Punkte an Leute, die nicht gewinnen und bestraft seinen besten Wrestler. Wird ja auch irgendwo meine Schuld sein, oder? Ministry of Darkness bearbeiten die Matchcard, wie sie lustig sind. Zu Battle of the Leagues bekomme ich den schlechtesten Referee auf der Welt. Dungeon Hawk greift mich backstage an. Wie kann ich da nur die GCW nicht kritisieren, Das ist alles Verarsche und Manipulation. Aber dieses Spiel kann ich mitspielen. Gib mir das Match, dann mache ich die Ministry fertig und danach führt der Weg weiter zu Bakua, zu der GCW Championship. Und damit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei German Core Wrestling. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören, denn mein Mikrofon hatte ein Software-Update und in anderen Streams wollte es auch mal nicht funktionieren, aber ich sehe schon, es funktioniert. Herzlich willkommen! Ja, Liga 1 Betrieb heute, deswegen einmal das Bild ändern. Ich sagte, das Bild ändern. So. Wir sind im Liga 1 Betrieb, meine Damen und Herren. Und ja, wir haben gerade den guten Manager gesehen, Siegbert Gallmann. Und er hat ja verkündet, auf was wir uns heute schon freuen können. Der doppelte Main Event, ne? Aber bis dahin müssen wir erstmal kommen. Deswegen starten wir nach dieser langen Einführung in der heutigen Folge mit dem ersten Match, ne? Wechseln wir rüber und dann sag ich auch mal Hallo an Taker-Fan, Hallo an Tigra und Hallo an John Pro. Schön, dass ihr da seid. Der heutige Opener, der ist heute besetzt von einem Teil des Team Green Tees. Dieser Mann, Dari, hat er bis jetzt 3 Matches hier in unserem Liga-Betrieb in dieser Season. Und 2 davon konnte er gewinnen. Und 1 davon hat er auch nicht verloren. Nein, das war ein Mehrmann-Match, wo er beim No-Contest dabei war. Das heißt, 2 Siege und ein No-Contest sind 7 Punkte. Und immerhin in 3 Matches ungeschlagen. Wird Dari das jetzt fortsetzen können? Wird er auch nach seinem 4. Match ungeschlagen sein? Schauen wir mal, wer sein Gegner ist. Aber liebe Leute im Chat, wie geht's euch? Und ich sehe John Pro, du Armer. 2 Minuten Werbung. Uiuiuiui. Dann hast du ja fast das ganze Intro verpasst. So, freuen wir uns auf Dari oder freuen wir uns auf seinen Gegner? Denn sein Gegner war in der letzten Season einer der krassesten und erfolgstrebendsten Wrestler. Ich meine, er wurde German Core Wrestling Champion. Hat ihn aber leider am Anfang dieser Season verloren. Gegen einen Baku Hatsu und auch in seinen Nicht-Titel-Matches hatte bis jetzt Jane Black sehr viel, ja, ich will nicht sagen Pech, denn wer so eine Leistung dauerhaft mit sich trägt, da ist nicht von Pech mehr zu reden. Man muss aber auch sagen, sein letztes Match konnte er endlich siegreich bestreiten. Dieser Mann hat 4 Matches in dieser Season und ja, 1 Sieg, 3 Niederlagen, 3 Punkte. Besetzt aktuell den letzten Platz in Liga 1. Und der einzige Grund, warum er überhaupt in Liga 1 geblieben ist,
bei dem Split von Liga 1 und Liga 2 hatte er noch den GCW Championship und damit war er automatisch in Liga 1. Mal gucken, wie es zur nächsten Großveranstaltung aussieht. Aber bis dahin kann er ja zum Beispiel jetzt auch noch 3 Punkte sammeln, ne? Also, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, und natürlich, jetzt ein bisschen komisch für uns alle, heute ist Dienstag, wir machen Doppelstream, ne? Erst kommt Liga 1, 19 Uhr, das ist ja jetzt, und danach kommt Liga 2, bei unserer normalen Zeit, 21 Uhr. Ne, liegt daran, ne, für die, die auch später bei YouTube einschalten, das liegt daran, dass ich am Wochenende einen Wrestling-Auftritt hatte. Deswegen ist meine Stimme auch ein bisschen weg, habe ein Headbutt gegen Kehlkopf bekommen, da ist jetzt ein schöner blauer Fleck. Und deswegen könnte ich mich noch ein bisschen komisch anhören. Aber egal, wir wollen Action und die haben wir hier im Ring. Und da gibt es erstmal ein Double Knee von Dari. Das war der Dari Double Knee. Alter. Und Dari geht ja auch gleich aufs dritte Seil, um uns mit seiner Flugkunst zu beglücken. Fist Drop, Cover und Jaden Black, für den sieht es schlecht aus. Und da wäre es beinahe vorbei gewesen. Ah, da muss noch ein bisschen was kommen. Oh, Jaden Black, hier, Überraschung. Enzigiri. Und das sagt er den Dari, ey, komm hoch. Komm hoch, du Schlappschwanz. Und dann gibt es den Harlem Sidekick. Und wieder soll Dari aufstehen. Jaden Black also hier sehr, sehr, sehr selbstbewusst. Arrogant, aber ich meine, er bleibt in der Offensive. Also wird da wohl nicht viel falsch dran sein. Jetzt der Sleep, der Leap. Und der Gutkick, Roundhouse Kick. Das läuft ja richtig fresh für den Herrn. Und Jaden Black macht hier weiter. Da werden die Beine weggezogen. Jetzt die Chance für Dari hier zurückzukommen. Da kommen die Kicks. Da kommt der Punch. Und da kommt die Verhöhnung des Gegners. Ohne geht nicht. Und Dari macht weiter. Whip in die Seile geschickt. Der Sleep. Der Leap. Das kann er doch auch, was der gute Jaden Black kann. Und da auch Gutkick und Roundhouse Kick. Zwei dumme Gedanken. Dari zeigt da ganz genau, hey, was du kannst, kann ich schon lange. Und da kommt dann noch ein Endballer, DDT. Ja, sehr schön. Einfach eiskalt die Moves geklaut. Und Dari bleibt auch weiterhin in der Offensive. Jaden Black jetzt schon etwas länger hier. Oh, dieser Bandkick. Ja, der Jaden Black etwas länger schon hier am Boden. Jetzt versucht er sich da auf dem Apron zu retten. Aber ob das so gut ist? Oh, Dari gibt ihm da von Apron eine Schelle. So, jetzt sind wir hier außerhalb. Hier nehmen wir doch mal kurz die Kontrolle in der Hand. Und schauen, was der Dari macht. Oh, da sollte ein Belly-to-Belly-Suplex kommen. Aber schöner Neckbreaker von Jaden Black. Und, oh, wo geht die Reise hin? Ab in die Ecke. Und Jaden Black macht hier weiter. Müssen aber aufpassen, denn beide werden hier angezählt. Wir sind bei der 3. Und wer die letzten Folgen gesehen hat, hier wurde schon einiges durch Countout entschieden. Wir sind bei 6, aber Dari auf dem Bein, der sollte doch da locker reinkommen. Da ist er auch. Jaden Black kommt da mit einem Roundhouse. Aber stört Dari nicht. Da kommt der Shop. Da kommt der Shop zurück. Und jetzt gibt es den Schlagabtausch. Los Leute, wer wird das Ding gewinnen? Wer wird das machen? Jaden Black oder Dari? Eieiei, hin und her, hin und her. Und Dari lädt ihn sogar ein für den Shop. Uiuiuiuiui. Da ist Dari sehr, sehr überzeugt von sich. Oh, jetzt geben sich beide hier die Stelle.
Uiuiuiui, wer findet schneller zu sich? Dari, da kommt der Weep. Oh, da kommt ein Schlag in den Mark. Oha, Ripcord Form. Dari heute gut gelaunt. Und Dari heute gut weggestoßen. Denn Jade Black jetzt am Drücker. Cover. Nach diesem einfachen Tritt gegen den Rücken. Gerade mal die 1, das hätte ich auch sagen können. Also. Oh oh, das könnte jetzt wehtun. Das könnte jetzt wehtun. Super Kick! Und jetzt ist es vielleicht vorbei. Blackout! Das war's. Cover 1, 2 und 3. Jaden Black mit seinem zweiten Sieg. So langsam läuft das ja. Nachdem er seine ersten drei Matches verloren hatte, gibt es jetzt auch zwei Siege für Jaden Black. Das wird ihm ein bisschen helfen in der Tabelle. Aber auch nur ein bisschen. Mal gucken, wie es weitergeht für ihn. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis wieder entschieden wird, wer in Liga 1 geht, wer in Liga 2 geht, ne? Und jetzt kommen wir zum nächsten Match. Wird ein 1 gegen 1 sein. Und ich würde sagen, wir wechseln auch gleich die Kamera rüber. Denn jetzt haben wir den guten OC Josh im Ring. Dessen Statistik 50-50 aussieht bis jetzt. 4 Matches, 2 Siege, 2 Niederlagen. Wo geht die Reise diesmal hin? Und wer wird sein heutiger Gegner sein? Nö. Dieser Mann, dieser Künstler, dieser Animationskünstler, Voice Actor, Musiker. Dieses Komplettpaket. Jetzt auch Wrestler, wie ihr sehen könnt. Dieser Mann darf sich heute 3 Punkte im Ring verdienen. Aber gegen wen oder was darf er sich 3 Punkte verdienen? Oh, oh, oh. Oh, ich liebe diese Melodie. Und wir haben hier das Syndikat. Aber das Syndikat hat hier kein Tag Team Match. Nein. Einer von den beiden ist in Liga 1 vertreten. Und das ist der größere Herr. Leon Vespucci, dieser Mann hat auch eine 50-50 Statistik. 2 Siege, 2 Niederlagen, 4 Matches. Also einer von denen wird seine Statistik jetzt gut verbessern können. Mehr Siege als Niederlagen. Und Leon Vespucci hatte natürlich einen Vorteil. Und das ist dieser kleine Mann. Luigi Vespucci. Der ja einen schlechten Start in seinen Single-Matches hat in Liga 2. Aber dann jetzt auch wie ein Jaden Black aufgewacht ist. Denn der gute Luigi Vespucci. Der hat sich jetzt auch in seinem 5. Match seinen 2. Sieg geholt. Was natürlich jetzt erstmal uninteressant ist für unser Liga 1 Betrieb, aber muss man ja mal erwähnen, dass dieser Mann jetzt auch gerade etwas Schwung mit sich bringt und hier eine Unterstützung für Leon Vespucci ist. Wir haben ja schon gesehen bei der Ministry of Darkness, wie gut Leute um den Ring herum sein können.
Und mal sehen, ob ein Osa Joshi auch Probleme kriegen wird wegen Luigi Vespucci. Obwohl das Problem Leon Vespucci bringen auch schon groß genug ist. Aber Osa Joshi hier mit ein paar schönen Tritten und dann wird einfach abgefangen von diesem großen Koloss. David gegen Goliath haben wir hier. Und der Leon Vespucci, der macht ernst. Schmeißt den Osa Josh gleich wieder zu Boden. Jetzt hier ab in den Sidewalk Slam. Nein, Power Slam. Und da liegt er. Und kriegt die Faust von Leon Vespucci ins Gesicht. Au, da kommt der Tritt. Aber Osa Josh wird da noch weggetreten. Schöner Back Elbow, aber da muss mehr kommen. Oh, und da wird Osa Josh einfach mal übers dritte Seil geworfen. Das ist nicht gut, aber Leon Vespucci, der chillt da auch. Und jetzt ist ihm die Geduld ausgegangen. Jetzt geht er hinterher. Und Leon Vespucci, der könnte hier seine 3 Punkte kriegen. Irgendwann mal wieder einen Titel in der Hand halten, denn unser Leon Vespucci, der war mal Shiningster Champion. Und ist da dann damals in die Liga 1 aufgestiegen, konnte da aber nicht viel reißen. Oh, wir sind schon bei 7. Wir sind bei der 8. Und Osa Josh, der muss in den Ring. Und bei 9 kommt er auch rein. Aber Leon Vespucci ist immer noch ein Muskelberg, gegen den man nicht viel machen kann. Oh, den Schwung mitgenommen, weggedrückt. Pilikik! Jetzt vielleicht. Nein. Und ihr kontert wieder den Whip. Und er kann diesen Giganten einfach nicht greifen. Da braucht er eine andere Strategie. Wir am Anfang müssen das machen. Treten, schlagen. Aber dann ist Bitter Powerbomb. Ist es das? Nein. Oh, oh, Leon Vespucci bereitet sich davor. Ah, dann braucht er nicht mal den Anlauf. Seine Angriffe ziehen auch so. Wenn der Größenunterschied so groß ist wie hier. Oh, oh, Stiefel abgefangen. Leon Vespucci am Boden. Das ist die Chance für Osa Josh, jetzt hier ordentlich Schaden zu drücken. Und da kommt der Knee Drop. Seine Chance hier. Und da springt er aufs dritte Seil. Akrobatische Meisterleistung. Oh, nein, Leon Vespucci soll aufstehen und dann kommt der Angriff mit dem Spinning Wheel Kick. Und jetzt geht's ab in die Ecke. Was macht denn Osa Josh da? Entfernt da das Turnbuckle? Okay. Kann man mal machen. Complete Shot hinterher. Und der Vespucci rettet sich am Seil, wo man ihn ja eigentlich nicht greifen darf. Aber Osa Josh macht's trotzdem und fliegt dann nach draußen. Oh, 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 und Osa Josh hat die Pause draußen genossen. Jetzt gibt es einen Facebuster gegen Leon Vespucci. Und der Osa Josh, der macht hier weiter. Diese Curbstorms, die sitzen ordentlich. Und da geht es auch wieder zurück in den Ring. Osa Josh geht hinterher. Und wieder aufs dritte Seil. Also mit den Diving-Aktionen hat der Mann Erfolg. Come on, du bist 1. Das scheint wohl die Schwäche von Leon Vespucci zu sein. Oh, was macht Leon Vespucci? Nichts. Springboard von Osa Josh. Schöner Tornado DDT. Das könnte es gewesen sein. Das könnte es gewesen sein. Der Ref. Oh, gerade jetzt mit Turnbuckle fertig. Hier 1, 2 und 3. Und die Geschichte behält ihr originales Ende. Wurde von Disney noch nicht gewogt und umgeschrieben. Nein, hier gewinnt David gegen Goliath. Mal wieder. Und Osa Josh hat jetzt 3 Siege, 2 Niederlagen.
Das ist eine aktuelle Statistik. So, darauf trinken wir einen Schluck. Meine Stimme braucht das auch. So, manchmal sitzt ja so ein Typ neben mir, ne, der redet auch mit euch. Heute sitzt er nicht neben mir, aber trotzdem ist er heute Teil der Show. Und zwar im nächsten Match. Deswegen sagen wir Hallo zu einem Teil der Best Friends United. Wir haben hier die eine Hälfte der GCW Tag Team Champions. Amazing Black. John Pro vs. Siegbert Geilmann. Ja, das passt zu John Pro. Sich die Kleinen und Schwachen raussuche. Spaß. Jetzt haben wir Amazing Black im Ring. Der Mann, der macht sich ja richtig gut in den Singles-Matches, ne? Das muss man ihm auch irgendwo zugestehen. Und wenn er hier weiter Siege sammelt, dann gehört er auch zur Spitze der Tabelle dazu. Und dann ist er vielleicht nicht nur Tag Team Champion. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier irgendwie Doppel-Champions haben. Oha, da haben wir seinen Gegner. Haben wir hier ein Champion vs. Champion Match. Der gute Blade, unser No Disqualification Champion. Der Blade hatte 5 Matches, 3 davon siegreich, 1 Niederlage und 1 No Contest. Steht bei 10 Punkten aus 5 Matches. Sieht also sehr gut für ihn aus. Und ich würde sagen, wie viele Matches sind heute auf der Karte eigentlich? Müssten 7 sein. Weil wir einen doppelten Main Event haben und der länger gehen wird, dachte ich, verzichte mal auf 2 Matches. Aber wir kriegen die Zeit schon gefüllt. Außerdem brauche ich eine Pause zwischen den Shows. Also, ne? Die Zeiten bleiben original, 19 Uhr Liga 1 und egal wie wir fertig werden, 21 Uhr startet Liga 2 Stream, ne? So, es geht los! Amazing Black gegen Blade! Und oh, schaut euch das an, ihr zeigt beide gleich mal ihre Qualitäten als Champion. Und der Amazing Black springt da über Blade mit einem Sunset Flip, aber Blade, der kontert! Verpasst den Amazing Black hier erstmal eine. Er lässt sich doch nicht einfach so einrollen. Was denkt man denn hier für einen Schelm, hä? Oh, der Blade. Der macht das. Der Blade wippt da Amazing Black in die Ecke. Aber Amazing Black lässt das nicht lange auf sich sitzen. Er will hier schnell zurückkommen. Zeigt ja auch einen Flapjack. Wenn wir aber bei einem Amazing Black auf die Statistik gucken, die ist fast genauso gut wie die von Blade. Der Amazing Black hat bloß weniger Matches bis jetzt. Aber 4 Matches, ja. 3 Siege, 1 Niederlage. Also wenn ein Amazing Black hier heute gewinnt, dann ist er tabellentechnisch über ein Blade. Und noch ein Flapjack für den Guten. Oh, was für ein Elbow-Drop. Da fliegt er über den halben Ring. Aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Jetzt gibt es einen Jawbreaker. Oh, der würde mir gerade so wehtun. Mit meinem Hals.
und Blade. Lässt seinen Amazing Black jetzt erstmal anzählen, aber er geht schnell hinterher. Und der Amazing Black nutzt das. Er nutzt das aus, greift hier Blade an. Oh ja, da gibt es ja die Schläge. Oh, dennoch Liegestütze. Also. Da zeigt natürlich Amazing Black, dass er der Bessere ist. Natürlich, als Best Friend United ist er nun mal der Beste. Da gibt es einen Schlag. Und was sehen wir jetzt? Brainbuster. Schöner Brainbuster. So muss das. Cover 1. Gerade mal bis zur 1. Ja, aber John Pro, sag mal, wo hast du deinen White Boy gelassen? Der ist doch immer als erstes da, zusammen mit Taker-Fan. Also den vermisse ich schon so ein bisschen, ne? Oh, 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 Schlagabtausch? Nein, oh, ich dachte schon. Ich wollte schon mit der Kamera hinfahren, weil ich dort den Schlagabtausch vermutet habe. Oh, schaut euch den Kopf von Blade an. Würde Amazing Black... Oh, jetzt klappt der Sunset-Flip. Jetzt klappt der Sunset-Flip. 1, 2 und... Uff. Das war knapp. Das war knapp. Aber würde ein Amazing Black bluten? Oh, oh, oh. Da sollte der Full Nelson kommen. Jetzt gibt es aber einen Springboard Dropkick. Ui, 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 ui. Jetzt kommt Blade hier rein ins Match. Und da gibt es einen Suplex. Da gibt es den zweiten Suplex. Und da gibt es den dritten Suplex. Uiuiuiuiuiuiui. Hand wird da auf Amazing Black gelegt. Gabe 1, 2 und... Uff. Kick da noch raus. Kick da noch raus. Gerade so, gerade so, gerade so. Und Blade, der muss jetzt noch eine Schippe oben drauflegen. Oh, Amazing Black dreht sich da vom Tritt noch weg. Jetzt Zeit für Funessen. Nein. Jumping Neckbreaker. Ist es das? Reicht das? 1, 2. Und ein Fist Drop hinterher. White Boy wurde von Geilmann entführt, schreibt John Pro. White Boy wäre der Einzige, wo ich glauben würde, dass er sich von einem Siegbert Geilmann entführen lassen würde, wirklich. Er würde sich dabei auch kein bisschen wehren. Oh, Sheepshot von Blade. Zieht Kopf übers Seil und jetzt ab. Auf dem Apron mit Amazing Black. Noch ein Schlag hinterher und noch ein Schlag. Nein, Amazing Black, der wehrt sich. Kommt da jetzt wieder zurück in den Ring. Und dann gibt es wieder einen schönen Springboard Dropkick. Und Blade geht in die Ecke. Es wird Zeit für den Deep Cut. Er trifft. Und damit sollte das vorbei sein. 1, 2, 3. Und Blade holt sich einen weiteren Sieg. Zeigt mal wieder, warum er No Disqualification Champion ist. Schönes Match, schönes Match. Der Blade holt sich also den nächsten Sieg. Wird ihn in der Tabelle gut tun, obwohl er immer sicher steht, solange er sein Championship behält, ne? Wie lang ist der schon Champ eigentlich? Viel zu lange. Viel zu lange. Das müsste... wir müssten schon, weiß nicht, so auf ein Dreivierteljahr zugehen. Ich meine, selbst das Six-Man Elimination Chamber Match hat er ja. Da hat er verteidigt. Der ist unaufhaltsam.
So, kommen wir zum nächsten Match. Hier haben wir eine Championess, die jetzt auch schon eine ganze Weile den Titel trägt. Aber erstmal begrüßen wir ja die noch neue Dame bei German Core Wrestling. Da sie ja neu bei uns ist, wird sie auch jede Show ein Match kriegen, bis sie genauso viele Matches hat wie die anderen. Deswegen begrüßen wir sie bei ihrem dritten Match, die Akira. Und auch wenn ihr erstes Match nicht so erfolgreich war, ihr zweites hat sie gewonnen. Und mal schauen, wie das dritte Match für sie laufen wird. Der White Boy ist da. Hallöchen. Brauchst dich doch nicht für deine Verspätung zu entschuldigen. Mr. Waldi. So, die Akira hat beim letzten Match echt überzeugt, hat sich da einen echt geilen Sieg geholt, musste sich wirklich durch viele Aktionen beißen und mal gucken, wie es jetzt aussehen wird. Denn diese Dame darf gegen unsere Knockout Championess ran. Und da muss sie jetzt richtig beißen, wenn sie hier 3 Punkte haben will. Du hast in diesen 35 Minuten eine Promo von Mr. Siegbert Geilmann verpasst. Du hast Dari gegen Jane Black verpasst. Und du hast eben das Match von Amazing Black. Da schreibst du schon wieder John Probe, das ist geil, Mann. Ja, und das Match Blade gegen Amazing Black hast du verpasst. Ja, ja. Aber was du nicht verpasst hast, ist unsere Knockout Championess Freakzilla. Kann ja Wiederholung gucken. Nur wenn ich es zulasse. Vielleicht lösche ich das Video gleich nach der Show. Nein, nein, nein. So schlimm sind wir nicht. Unsere Shows gibt es immer auf YouTube zu sehen. 9 Folgen haben wir da schon. Das hier ist Episode 10. Und es geht los. Akira gegen Freakzilla. Und Freakzilla hier gleich mal mit einer Powerbomb. Überrascht ihn Akira mit was für einer Offensive. Und dann geht es hier auch gleich mal mit dem Headbutt in den Bauch weiter. Uiuiui, da gleich nochmal über den Bauch. Achso, da Freakzilla gerade rausgeht, sollte ich vielleicht erwähnen, das ist ein Extreme Rules Match. Hier ist einiges erlaubt. Die Frauen, die können es, wenn sie wollen, hier es richtig krachen lassen. Oha, Dragon Screw. Freakzilla lässt sich da aber nicht groß beeindrucken, befreit sich da auch gleich wieder aus dem Griff. Aber auch Akira zeigt hier ihre gute Technik und schöne Tritte und dann noch ein paar Kniestöße. Und ja, die Akira holt sich jetzt einen Meinungsverstärker aus dem Ring, ein Candlestick. Kann sie denn damit umgehen? Ja, sie kann damit. Raid. One Raiders from H Station. Wer immer du bist, Mr. H Station. Herzlich willkommen bei German Core Wrestling. Sprichst du Deutsch? Or do you speak English, my friend? But sit back, enjoy the show. Und wir machen hier weiter mit Freakzilla gegen
Akira, Gawa, Versuch 1, 2, aber klappt natürlich nicht. Da sind sie beide noch zu fit für Freakzilla. Sorgt aber auch dafür, dass es nicht mehr so sein wird. Schöner Tilde Slam. Uiuiuiui. Aber heute gibt es noch keinen John Pro vs. Geilmann. Heute gibt es John Pro gegen die Ministry of Darkness. Und Akira macht hier weiter mit der Offensive. Oh, auf den Kendo-Stick. Hm. Stell dir mal vor, du schleifst da über so ein Stück Holz. Und dann hast du erstmal zwei, drei Splitter im Rücken. Hm. So genau an den Stellen, wo du auch mit dem Arm nicht rankommst. Ja, also. Das klingt so gefährlich, als würdest du irgendeine Aktion auf Lego machen. Und was macht denn Akira da? Zeigt da auf Freakzilla, kommt angerannt mit dem Running Knee. Coverversuch. 1, 2 und 3. Und Akira holt sich den Sieg. Die Dame dreht auf. Fängt hier mit einer Niederlage an, aber die zwei Matches danach, beide siegreich überstanden. So muss das sein. Ob da eine Freakzilla jetzt in Gefahr ist? Uiuiuiui. Ja. Drei Matches haben wir also noch. Drei wunderschöne Matches. Deswegen kommen wir zu den Triple Threat Match für den heutigen Abend. Bevor wir zu den zwei Bestrafungsmatches kommen. Whiteboy, bin ja Liga 1. Bin ich heute dran? Whiteboy. Vielleicht. Lass dich überraschen. Wir haben noch drei Matches. Dieses und danach kommen noch zwei. Danjai Hack kriegt ein Bestrafungsmatch. John Pro kriegt ein Bestrafungsmatch. Und hier haben wir jetzt ein Triple Threat Match. Und ja, für dieses Triple Threat Match brauchen wir natürlich auch drei Wrestler im Ring. Einer davon zeigt sich hier gerade, der Rob Fischer. Ich werde bestraft. Vielleicht bist du ja die Bestrafung. Geil, peitsche mich aus dem Match. Ja, natürlich mit dem Kendo-Stick, ne? So, der zweite Mann für dieses Triple Threat Match ist Omar. Und Omar hat in der letzten Sendung ein Titelmatch gegen den guten Blade. Erinnere ich mich da richtig? Warte, wir müssen Fakten checken. Ich habe am Samstag bei meiner Wrestling-Show zu viel auf den Kopf bekommen. Deswegen. Da checken wir mal ganz kurz die Fakten. Denn das will ich nicht falsch stehen lassen. Deswegen einen Moment. Nein, das war Omar gegen Baku Hatsu. So, Fakten gecheckt. Und der Omar, der hat ja ordentlich gekämpft. Aber am Ende war er nicht siegreich. Baku Hatsu weiterhin
unser GCW Champion. Und dieses Titelmatch ist ja zusammengekommen, weil sich Leute im Chat darüber beschwert haben, warum Omar ein Titelmatch kriegt, obwohl er gar kein Titelmatch hatte. Da hat man dann mal kurzerhand entschieden, daraus ein Titelmatch zu machen. Heute haben wir aber kein Titelmatch, also beschwert euch bitte, dass jetzt hier ein Titelmatch ist. Wie letzte Woche, ne? Nein, das ist hier ein normales Triple Threat Match. Omar, Baku Hatsu und Rob Fischer. Wegen dir bekomme ich jetzt bei Supercard meine extra Special WrestleMania 40 Karte nicht. Ja, es ist natürlich meine Schuld. Geh doch zu Siegbart Geilmann, geh dich beschweren. Vielleicht kriege ich ja dann auch ein Bestrafungsmatch. So, und was sehen wir denn hier? Gleich mal Tag Team Action gegen den GCW Champion oder was? Oha! Aber der Knee Drop geht daneben. Rob Fischer geht auf Baku Hatsu. Los, holt sich da an den Omar, nur damit Baku Hatsu dann mal zugreifen kann. Ja, Triple Threat Match, das heißt ein großes Durcheinander, vor allem zu Anfang. Aber das wird sich dann irgendwann ändern, wenn die ersten Wrestler hier erschöpft sind. Omar kümmert sich auch gleich um Baku Hatsu und Rob Fischer kommt da von hinten an. Oh, eine Aktion, die wir sehr selten sehen. Queen Suplex, aber Omar, dem gefällt das mal gar nicht. Ab in die Ecke mit ihm. Oha. Und auch du raus. Rob Fischer jetzt in der Ecke. Und Baku Hatsu nutzt das natürlich aus. Bearbeitet da den Arm. Warum darf der Fußballer gegen den Champ ran? Weil jeder mal gegen ihn kämpft. Ist doch ganz normal. So. Und Baku Hatsu. Der frisst da erstmal einen schönen Power Slam. Und Omar mit den Chops. Legt sich hier einfach mal mit beiden an. Aber dann kommt hier der German Suplex, der Lariat. Und dann kommt Baku Hatsu. Baku Hatsu, da bricht hier wieder diese schöne Offensive. Oh, was sehen wir denn da? Schöner Backflip von Baku Hatsu, aber nur um in den Shop rein zu springen. Ja, John Pro, wer weiß, vielleicht hättest du ja jetzt ein Match gegen Baku Hatsu. Hättest du dich benommen, hättest kein anderes Match zerstört, hättest jetzt nicht ein Bestrafungsmatch. Wer weiß, was auf der Matchcard stehen würde. Da muss man mal ein bisschen reflektieren und etwas Benehmen zeigen, ne? Man weiß ja nicht, was gewesen wäre. Oh oh, Baku Hatsu mit seinem Karate Rush. Und dann gibt es auch die Swing of Death. Swing of Death, aber natürlich, Rob Fischer ist da und unterbricht. Aber mit dieser Swing of Death wurde auch Omar bezwungen. Ich fordere ein False Count Anywhere gegen Großmaul John Pro Wrestler. Ach John Pro, informierst du deinen guten Whiteboy auch mal über die aktuellen Geschehnisse in der GCW? Oh, schöne Lariat von Rob Fischer. Aber dafür gibt es einen Russian Leg Sweep. Und Baku Hatsu schnappt sich da Omar. Schmeißt sie zu Rob Fischer. Rob Fischer aber nicht beeindruckt. Lässt ihn einfach vorbeifliegen. Und Baku Hatsu nutzt das natürlich. Hier perfekt aus. Rob Fischer keine Chance. Da geht die Reise auch wieder zurück in den Ring.
Und Omar mit dem Harlem Sidekick. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Das ist geil, man, der hat bald was Account gehackt. Ja, ja. So, Rob Fischer bei Bakuhatsu. Greift da einmal zu, wird aber gleich mal ausgekontert. Und da geht die nächste Tag Team Action los. Nein, Rob Fischer nimmt sich da einfach beide Kopf an Kopf. Aber das Problem besteht, dass da zwei Gegner vor ihm stehen. Jetzt Omar mit dem Spybuster. Rob Fischer steht auch schon wieder. Und auch für ihn hat Omar eine Aktion hier parat. Einen schön gehaltenen Suplex, aber zu lang gehalten. Knee Clap. Oh, 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 Omega Driver von Rob Fischer. Aber genauso wie mit der Swing of Death ist der dritte Wrestler da. Passt auf. So. Was sehen wir jetzt? Nichts. Rob Fischer schmeißt hier Bakuhatsu noch hinterher. Oh, was macht er? Was macht Rob Fischer? Er weiß gar nicht, was er da tun soll. Rob Fischer ist verwirrt. Passt wohl gerade auf Abseits auf oder so. Also. Oha, oha, da geht es hoch für den Burning Hammer, der Finisher von Rob Fischer. Aber Omar, der befreit sich draus. Macht einen Neckbreaker Drop. Und jetzt die Chance hier für Bakuhatsu aus dieser Situation zu profitieren. Und, Rob Fischer ist ein bisschen schneller als Bakuhatsu. Oh, Jumping Big Boot. Und alles, was Omar macht, ist rausgehen und sich einen Meinungsverstärker holen. Okay, könnte funktionieren. Oh, schöner Jumping Neckbreaker. Stuhl gegen Bakuhatsu. Das könnte es gewesen sein. Kamba. Eins, zwei. Uiuiuiuiuiui. Aber schlau gemacht von Omar. Wartet, bis die beiden sich da ausschalten und dann mit einem Klappschuh noch mal reinzugehen. Aber da hätte ein bisschen mehr kommen müssen. Aber was macht denn Omar jetzt da mit Bakuhatsu auf der Ecke? Nichts, denn Bakuhatsu ist da und da kommt nochmal die Swing of Death. Das könnte es gewesen sein. Rob Fischer ist nicht da. Zwei und drei. Und Bakuhatsu zeigt wieder, warum er unser German Core Wrestling Champion ist. Und wieder wird Omar von ihm bezwungen. Bakuhatsu ist einfach unstoppbar. Also jetzt wirklich. Bakuhatsu hat jetzt 6 Matches hintereinander gewonnen. Wenn er noch ein Match gewinnt, hat er den Rekord. Er ist jetzt gleich auf mit Blade, der erste war, der 6 Matches hier hintereinander gewonnen hatte. Jetzt ist Bakuhatsu genau auf den gleichen Stand. Ein Match mehr und der Rekord liegt bei Bakuhatsu. Nice, nice, nice. So, 2 Matches haben wir noch. Beides sind Bestrafungsmatches. Und beides scheinen hier Handicap-Matches zu werden. Denn wir haben einmal Dungey Hack gegen die Army of Sin. Und wir haben John Pro gegen die Ministry of Darkness. Und wir fangen an mit dem Dungey Hack-Match. Oha.
Und Danja kommt nicht alleine raus. Dans Power Boost Corner. Das ist sein Nahrungsergänzungsladen. Ist das etwa einer seiner Mitarbeiter? Wahrscheinlich den Praktikanten mitgenommen. Oha. Hat der Dungeon Hack jemanden von seiner Power Boost Corner mitgenommen? Ist das eigentlich Doping? Wenn man Nahrungsergänzungsmittel im Überfluss nimmt für seine Matches? Ein Dungeon Hack tritt ihn nicht an. Das ist der Loki. Der Loki! Dungeon Hack und El Loki! Ein Problem werden die aber trotzdem noch haben. Denn die Army of Sin besteht aus 3 Leuten. Und in beiden Fällen handelt es sich um ein Elimination Tag Match. Also, die Power Boost Corner muss hier 3 Männer eliminieren. Oh ja, hier bei der Army of Sin haben wir Radek Rage, Yoshi Hirashi und Prinz Kira. Oha. Und ich dachte, Dungeon Hack hat keine Freunde. Und der Angriff Backstage gegen John Pro war ein Annäherungsversuch, um irgendwie Kontakt aufzubauen. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Dungeon Hack mit seiner Power Boost Corner ist jetzt hier vertreten. Und er lässt El Loki hier den Anfang machen. Gegen einen Radek Rage. Und Radek Rage geht hier gleich mal in einen Corf Crusher rein. In einem wunderschönen Leglock. Aber El Loki, der weiß natürlich, wie man sich da raus befreit. Und El Loki macht hier auch gut weiter. Es geht ab in die Ecke. Uiuiui. Aber für eine Tag Team Aktion reicht es hier nicht. Jetzt wird er umhergetragen von Radek Rage. Ab in die Ecke. Ich meine, selbst wenn es hier ein 2 gegen 2 wäre, wäre das ja schon kein einfaches Match. Aber hier jetzt ein 2 gegen 3. Also, mal sehen, ob Dungeon Hacks Power Boost Corner das hier packen kann. Jetzt ist Dungeon Hack auch drin. Ne? Hat sich nicht mal die Mühe gemacht, die Jacke auszuziehen. Und da gibt es den Kniestoß. Dungeon Hack on fire. Wahrscheinlich muss er hier Werbung machen für seinen Nahrungsergänzungsladen. Der wird wohl noch nicht so gut laufen. Der hat ja frisch eröffnet. Oh, was ist das für ein schöner Kamerawinkel? Da müssen wir mal selbst Hand anlegen. Ja, ich meine, auf seinem Oberteil steht es ja PBC, Power Boost Corner. Da kriegt ihr den geilsten Scheiß. Schöner Dropkick. Da gibt es den Tag. Yoshi Hirashi jetzt drinne. Und Radek Rage muss den Ring verlassen, ist nicht mehr aktiv im Ring. Aber Dungeon Hack, er muss nicht den Ring verlassen, aber er verlässt den Ring. Ist auf den Apron, kriegt einen Schulter-Tackle ab. Aber ich muss ja auch sagen, es ist ein Bestrafungsmatch. Und natürlich muss es gerade so aussehen, wie es aussieht. Sonst wäre es ja kein Bestrafungsmatch. Es wäre natürlich ein großes Ding, wenn Dungeon Hack hier zusammen mit El Loki das Ding gewinnen würde. Aber die sind outnumbered. Also 2 gegen 3. Und dennoch Elimination. Selbst wenn sie hier einen Lucky Pin voll kriegen, irgendwie durch einen schnellen Einroller oder mal schnell eine Submission gezogen. Das sind dann noch 2 weitere Wrestler, die ausgeschalten werden müssen. Oh, El Loki will sich da einmischen. Yoshi Roshi kümmert sich aber einfach mal um beide. Und Dungeon Hack geht da mal zu Radek Rage.
Oh, was macht Dungey Hack da? Geht auf die Ecke. Ich glaube, Dungey Hack ist selbst etwas verwirrt. Auf jeden Fall gibt es da einen Backbreaker gegen Radic Rage. Da ist Yoshihiroshi mit der Powerbomb. Oh nein. Oh Gott, es ist eine Gory Submission. So, die Leute müssen trotzdem aufpassen. Denn Count Out. Wir sind jetzt bei der 5. Uiuiuiui, wenn Dungey Hack hier nicht wieder zurückfindet. Oh oh, Yoshihiroshi kriegt da was ab. Jetzt Dungey Hack geht wieder zurück. Oh, der Ref wird da von Yoshihiroshi getroffen. Jetzt ist Dungey Hack wieder drinne. Kann sich da Yoshihiroshi von hinten schnappen. Ab in die Ecke. Und Dungey Hack, der fühlt es. Der fühlt es einfach. Kniestöße. Und da, ja, da fühlt er was anderes. Das ist der Fuß von Yoshihiroshi in seinen eigenen Magen. Oh, schön gekontert. Und jetzt soll der Wechsel kommen. Jetzt darf Eloki wieder ran. Leute, wen wollt ihr denn gewinnen sehen? Army of Sin? Sprich Prinz Kira, Radic Rage und Yoshihiroshi. Oder die schwarz-rot-goldene Power Boost Corner. Uiuiui, Back Elbow gegen Eloki Kamai hinterher. 1 und 2 und Rope Break. Und der Ref sieht das sogar. Aber bis jetzt sieht es gar nicht gut aus. Eloki jetzt in der Ecke der Gegner. Dort gibt es einen Chop auf die Brust. Jetzt der Wechsel, Prinz Kira. Und Prinz Kira lässt sich hier erstmal bejubeln und befeiern. Aber braucht er zu lange. Eloki mit dem Befreiungsschlag. Und Eloki, der macht hier auch gleich weiter. Der Whip kommt. Der Armdreck kommt. Und dann kommt auch der Asai Moonsault. Und dann das Cover hinterher. 1. Yoshihiroshi unterbindet das nochmal. Und da gibt es den Wechsel. Dungey Hack jetzt im Ring, duckt sich da weg und dann gibt es den Schalldämpfer. Cover 1. Und Radic Rage haut da erstmal den Referee um. Ui, 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 ui. Der arme Ref, der hat das doch nicht verdient. Leg Drop hinterher. Und Dungey Hack macht hier weiter mit der Offensive. Und Dungey Hack will sich da weiter durchsetzen. Klappt aber nicht. Eloki wird jetzt angezählt. Sucht den Weg nach draußen. Findet ihn auch. Oh, Hot Tag. Eloki kommt rein. Eloki mit dem Enzuigiri. Ist es das für Prinz Kira? Cover 1, 2, 3. Der erste ist eliminiert. Und alle Feed Stop von Rage. Cover 1, 2. Aber Eloki kommt gerade so noch raus. Aber die nächste große Aktion wartet schon. Und da kommt der X-Kick. Und das war's mit Eloki, würde ich sagen. Cover. 1, 2, 3. Und jetzt haben wir nur noch einen Dungey Hack. Und Radic Rage kommt hier mit dem Vorarm. Der Wechsel. Yoshihiroshi kommt rein. Pumpt sich da nochmal auf. Dungey Hack greift schneller zu. Zum Glück. 2 gegen 1 hier. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Aber Dungey Hack versucht es. Dungey Hack versucht es. Stomp.
auf den Arm. Noch ein Knee-Drop hinterher, noch ein Knee-Drop hinterher. Auf dem zweiten Seil ist er, aber da hat er sich verschätzt, da gibt es einen Kruzifix. Fist-Drop, Möge die Brille da nicht kaputt gehen, ne? Und wieder der Wechsel, natürlich die Army of Sin, die ist da eingespielt. Als lang bestehendes Tag-Team. Und Roddick Rage macht hier jetzt weiter. Ab in die Ecke mit Dungey Hug. Body Slam. Vorbereitet für eine Diving-Aktion. Aber nein, hier wird bloß gepinnt. Cover 1, 2. Und da wäre es bei der vorbei gewesen. Aber Dungey Hug, der will das Match hier noch nicht zu Ende kommen lassen. Aber wenn ein Dungey Hug hier nicht zurück in die Offensive kommt, kann er dieses Match auch nicht gewinnen. Oha, da ist er. Da ist er. Und da gibt es jetzt den Wert. Break. Und da sitzt das Ding. Cover hinterher. 1, 2. Und wieder reicht es nicht. Oh, da wird ein Yoshihiroshi gewirkt. Da gibt es das Double Knee. Okay, Dungey Hug auf dem dritten Seil. Kann er denn so weit springen? Er versucht mit dem Elbow Drop und das klappt auch. Cover hinterher. 1, 2. Aber es reicht wieder nicht. Und jetzt soll er kommen. Der Schalldämpfer. Oh, der sitzt. Der Schalldämpfer. Cover. Reicht das? 1, 2 und 3. Roddick Rage gegen Dungey Hug. Und dann kommt ihr mit dem Hip-Toss. Heftig. Aber Dungey Hug kriegt jetzt erstmal eine schöne Hetzes ab. Ja, Roddick Rage, konnte sich lange ausruhen. Hat auch nicht viel abbekommen bis jetzt. Also wenn hier ein schwieriger Gegner noch war, dann ist es jetzt Roddick Rage. Der Ausgeruhte, der noch richtig fitte Roddick Rage zeigt uns jetzt hier einen Side-Suplex auf den Apron. Uiuiuiui. Und dann gibt es hier nochmal einen Armwrench, einen Tritt in die Seite. Dungey Hug ist da. Dungey Hug schmeißt Rage in den Ring und lässt sich dann feiern. Oh, Rage fängt ihn hier auf den Apron ab. Oh, oh, das könnte ein Countout-Win werden. Wir sind bei 6. Jetzt kommt er rein. Oh, 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 jetzt kommt der X-Kick. Nein, nur ein Running Knee. Nur ein Running Knee. Cover. 1, 2, 3, aber es reicht. Es hat nicht gereicht für das Wunder. Prinz Kira, Yoshi, Hiroshi und Roddick Rage gewinnen gegen ein Dungey Hug und El Loki. Aber es war so knapp. Es war so knapp. Aber wie ich sagte, Bestrafungsmatch halten, ne? Es musste genauso aussehen. Sonst lernt man ja nicht, ne? Wieder 2 Minuten Werbung mitten im Wertebreaker. Ja, die Twitch-Werbung kann richtig hinterhältig sein. So. Und dann wechseln wir mal rüber zum nächsten Match. Jetzt wurde ja JP gegen die Ministry
of Darkness ran darf. Und John Pro muss hier wahrscheinlich alleine ran. Warte mal. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, da hat sich jemand selbst dem Match hinzugefügt. Whiteboy, was hast du getan? Weißt du, auf was du dich da einlässt? Hat John Pro etwa einen Freund gefunden? Oder ist Whiteboy vielleicht der Special Ref? Er kommt hier raus. Ist er der Ersatz für John Pro? Kämpft Whiteboy jetzt alleine? Nein. Nein, wir hören die Musik. Und wir sehen auch John Pro. John Pro hat also einen Tag Team Partner gefunden. Und das heißt, John Pro und Whiteboy gegen die Ministry of Darkness. Uiuiuiui. Da bin ich ja mal gespannt. Wird ein John Pro es besser machen als Dan Jai Huck? Und hier kommt das super tolle Drei-Mann-Entrance, das man leider nicht einstellen kann, sobald eine Frau mit im Stable drin ist. Deswegen haben wir hier heute einen sehr schönen, atmosphärisch hellen Entrance für die Ministry of Darkness. Das ist leider ein Problem, das das Spiel schon ein paar Jahre hat. Sobald eine Frau mit im Stable ist, kannst du keinen Drei-Mann-Entrance erstellen. Aber hey, leben wir damit? Freuen wir uns auf die Ministry of Darkness? Dann muss es halt nach dem Match dunkel werden, ne? Und die gleichen Regeln wie auch eben. Ein Elimination Tag Match. Und der Kleinste fängt hier gegen den Größten an. Whiteboy gegen Armstrong. Uiuiuiui. Der Wade Armstrong schmeißt den guten Whiteboy hier umher. Whiteboy, vergiss nicht, wir vermuten alle, du bist freiwillig hier. Oh, schöner Sidewalk Slam hier. Und der gute Wade Armstrong legt hier schon mal gut los. Und wir haben wieder eine echt tolle Kameraführung. Da korrigieren wir mal ein bisschen. Und der Whiteboy, der wollte da schon in die Ecke kriechen. Und dann geht es ab in die Ecke. Der Ministry of Darkness tagt mit Lord of Nightmare. Die zwei Giganten verbünden sich hier gegen den kleinsten Back Body Drop. Und das war die schönste High Flyer Aktion, die Whiteboy hier jemals gesprungen ist. Cover. 1, 2. Nein, nicht mal bis zu 2. Aber seien wir ehrlich, Whiteboy, seine Matches fangen immer so an. Und irgendwie kriegt er dann trotzdem seinen Sieg. Mal sehen, wie es hier laufen wird. Auf jeden Fall Lord of Nightmare. Ja, er genießt dieses Match, glaube ich, sehr. Und Lord of Nightmare geht da auch zu John Pro. Fängt sich aber eine. Das ist die Chance für Whiteboy, der diese Chance aber nicht nutzt. Oh, jetzt. Jetzt vielleicht. Whiteboy in der Offensive. Und nein. Der Wechsel. Oh, er wollte gerade springen. Er wollte gerade springen. Und jetzt geht es wieder in die Ecke. Der Ministry of Darkness. Whiteboy befreit sich da.
Und jetzt der Wild Boy mit dem Fly Marihuana. Double Feet Stomp. Oh, er gibt's den Schlag in den Rücken. Und der Wild Boy denkt wohl, das war Youngblood. Schnappt sich hier beide der Ministry of Darkness. Und was sehen wir denn da? Sunset Flip Powerbomb. Oh mein Gott. Schnappt sich dann den Raider Armstrong. Aber sein Gegner steht doch hinter ihm. Und da ist sein Gegner. Der Lord of Nightmare. Und schaut euch das an. Noch nie war ein White Boy so Highflyer, wie er es jetzt ist. Ab gegen die Eisenstange. Oh, wir sind schon bei 6. Count out. Da muss der White Boy aufpassen. Lord of Nightmare geht aber wieder raus. Und ja. Der White Boy ist von alleine rausgegangen. Und hat jetzt das Problem, dass er da outnumbered ist. Wir sind bei der 4. Wird es wieder zurück in den Ring gehen? Wir sind bei der 5. Und Lord of Nightmare geht wieder raus. Nur um den Count zu resetten, damit man draußen weiter mit einem White Boy spielen kann. Und John Pro, der genießt das da in Ruhe. Und jetzt kriegt er was von Lord of Nightmare. Die Team, die Dunkelmänner. Das ist das eingespielte Tag-Team. So, wir sind bei der 5. Aber der White Boy, der macht auch wenig. Zum Glück ist der Lord of Nightmare so nett und resettet den Count immer. Und jetzt Wade Armstrong. Ich glaube, er will bloß verhindern, dass der White Boy nicht reinkommt. Und wir sind bei 8. Wir sind bei 8. White Boy ist wieder drin. White Boy ist wieder drin. Jetzt geht's ab. Snapmare. Dropkick. Und jetzt der Wechsel. Jetzt ist John Pro drinne. Und er darf gegen den Lord of Nightmare. Darauf hat er noch gewartet. Running DDT. Und der Lord of Nightmare springt einfach mal an JP vorbei. Und dann geht es hoch auf die Schulter. Wade Armstrong hier mit den Snake Eyes. Oh, da springt er mit seinem Körper hinterher. Also dieses Match, da merkt man wirklich, dass das hier ein Bestrafungsmatch ist. Lord of Nightmare, Wade Armstrong und Youngblood. Oh, Tour of the Island. Ist es das? Nein, White Boy. Der rettet nochmal. Wird dann aber von Lord of Nightmare gegriffen. Und dann geht die Reise nach draußen. Und Wade Armstrong rennt hinterher. Was haben die da alle mit White Boy? White Boy, schau dir die Folge einfach bei YouTube an. Wird am Anfang erklärt. Wade Armstrong wieder drinne. Wenn ich das erste Mal das Wade Armstrong durch Countout verlieren würde. Und John Pro macht hier weiter. Neckbreaker, schön gemacht. Und die Kameraführung wieder top. Wir drehen mal hier ein bisschen. Springboard Motor geht dann neben Wade Armstrong. Und da gibt es die Kniestöße gegen das Bein. Und jetzt der Wechsel. Nein, nicht der Wechsel, Wade Armstrong. Posiert da vor Youngblood. Oh, da super Kick gegen den Referee. Versucht da den White Boy aus der Luft zu treten, aber verfehlt komplett. Nice, das war schön. Oh oh. Oh oh.
Powerbomb in die Ringecke. Eieieiei. Ministry of Darkness sind geil, man, stecken unter einer Decke. Genau, genau. Der Referee bestimmt auch. Der sich gerade von Raid Armstrong umtreten lassen hat. Corporate Ministry. Oh, oh, und wieder die Powerbomb in die Ringecke. Der White Boy lässt das fliegen. Wunder, dass hier noch keiner rausgeflogen ist. Schaut euch das im Hintergrund an. John Pro legt sich da einfach mit beiden an. Mit Lord of Nightmare und Youngblood. Und da gibt es eine Powerbomb gegen die Barrikade. Und White Boy, der hat jetzt hier eine Chance, Wade Armstrong zu besiegen. Da kommen die Käsefüße. Und jetzt das Cover. 1, 2, es reicht nicht. Beide Mitglieder der Ministry waren gerade abgelenkt. Und White Boy feuert sich selbst wieder nach draußen. Das ist doch keine gute Idee. Da hätte man einen der Giganten gerade eliminieren können. Und White Boy kommt da jetzt an, schleicht sich an, wird aber von Wade Armstrong gesehen und frisst hier gleich mal ein Swinging Sidewalk Slam. Und Wade Armstrong posiert wieder das, was er am besten kann. Der Wechsel mit John Pro, aber da gibt es die Backhand Schelle und die Lariat. Und das Cover, 1, 2, John Pro kickt noch raus. Uiuiuiui. Und schaut euch das Kraftpaket hier an. Einfach hochgerissen für die Powerbomb. Oh, Wade Armstrong ist schon sehr, sehr lange drin. Ein Wechsel wäre jetzt klug. Vor allem jetzt, wo er die Käsefüße abbekommen hat, ist er natürlich ein leichtes Ziel. Was ist das? Abgefangen zum Chokeslam. Aber White Boy rettet wieder. Uiuiuiuiui. Big Boot gegen den Lord of Nightmare, aber nicht sehr effektiv. John Pro versucht es aber weiterhin. Er ist da, tritt, abgefangen, Clothesline. Und dann gibt es ein DDT. Wenn John Pro jetzt eine starke Aktion zeigen kann, hätte er eine Chance. Denn draußen sind sie wieder abgelenkt. Okay, aber jetzt kommen sie wieder zurück. White Boy genug abgefertigt. Und John Pro, jetzt hier mit den Double Underhook DDT gegen den Lord of Nightmare. Und er hätte jetzt einfach pinnen können. Es soll aber nicht so sein. Oh, da gibt es jetzt noch eine Powerbomb hinterher. Final Flash. Ins Gesicht vom Lord of Nightmare, das Cover 1 und 2 und 3. Der Lord of Nightmare ist raus. Und Youngblood nimmt den Platz ein und der war ja jetzt noch gar nicht wirklich im Ring. Uiuiuiui. Jetzt steht es 2 zu 2. Oh oh, oh oh. Und da kommt die Hommage an den ehemaligen Partner von Hannibal. Und dann gibt es da den Bloodshot. Cover. 1, 2, 3. Und John Pro ist raus. Und jetzt ist nur noch White Boy da.
gegen Youngblood und Wade Armstrong. Der White Boy hier mit diesem wunderschönen Leg Drop Bulldog. Der White Boy macht hier auch weiter. White Boy, das hast du dich schon bei Wrestling Infos Wrestling gefragt und da wurde dir die Antwort direkt gegeben. Weil das Spiel nur einmal erlaubt einzugreifen und dann muss gewechselt werden, damit dieses einmal eingreifen resettet wird und da wäre Youngblood beinahe raus. So ist das Regelwerk in diesem Spiel. Und da kommen die Käsefüße. Ich glaube, deswegen kann jetzt auch kein Wade Armstrong eingreifen. Cover 1, 2 und er kickt wieder raus. Holy! Youngblood will hier nicht verlieren. Aber damit ein Wade Armstrong wieder eingreifen kann, oder halt ein Youngblood eingreifen kann, müssen die halt jetzt einmal wechseln. Dann dürfen die wieder einmal wechseln. Oh, der Stomp geht daneben. Youngblood ist da, wird aber gleich wieder gegriffen. Da kommt der Whip. Da kommt ein Hurricanrana DDT. Und Youngblood geht da erstmal nach draußen. Uiuiui. Schnappt sich da Youngblood. Whip in die Ringecke. Oh, der White Boy, der versucht's hier. Muss sich gegen zwei Leute der Ministry of Darkness entgegenstellen. Was wird der Ring King als nächstes machen? Außer jubeln. Oh oh. Oh oh, jetzt nochmal die Käsefüße oder was? Jetzt nochmal die Käsefüße, da kommen sie. Oh, da sind sie und das war's. Das war's. Cover 1, 2, 3 und jetzt ist noch Wade Armstrong da. Wade Armstrong greift sich den kleinen Mann, schickt ihn auf eine Reise. Tour of Ireland. Und jetzt will der große Mann es beenden mit seinem Military Press Power Slam. Oh, da geht die Reise nach unten. Und das war's für White Boy. 1, 2, 3. Und damit gewinnt die Ministry of Darkness. Das Bestrafungsmatch für John Pro. Ja, es sah ähnlich aus bei Dungeon Hack. Man hätte dran glauben können. Aber am Ende war die Bestrafung eine Bestrafung. Und ich denke, ein Siegbert Geilmann hofft darauf, dass sich das Benehmen der Betroffenen bessern werden. Ja, das war unser Liga 1 Stream. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause. 21 Uhr Dienstag, ganz normale Zeit für unseren Liga 2 Stream. Ne? Deswegen, ich sag jetzt auf Wiedersehen und bis zum Liga 2 Stream. Schöne Menü, danke, dass ihr da wart. War wunderbar. Aber gleich geht's weiter. Auf den weißen Linien steht ein Held. Schrecken für Freund und Feind, wenn er nach dem nächsten Tag schreit. Bei jedem Kontakt mit dem Ball, den er macht, wird Dunkelheit übers Spielfeld gebracht. Egal, wer den Ball in Besitz bringt, Ronnie Mac, Wire springt und er geht.
Vorsicht, hier kommt Ronnie McGuire. Er packt dich an deine Eier. Hänsel und Gretchen heißt das Programm. Der nächste Elfmeter dauert nicht lang. Vorsicht, hier kommt Ronnie McGuire. Göttlich angeflogen wie ein Geier. Jetzt ist kein...